Matze! Mutze! Geht's dir nicht gut? Doch, hier, Sonnenschein, Sonnenuntergang, alles du wunderbar. Du siehst so komisch aus. Ich sehe komisch. Ach je. Ich glaube, nein, alles ganz normal. Ich war vorhin in der Zero-Annahmestelle, gibt's hier in Brockheide noch, die nehmen auch Altbäuche. Ja, das sieht man. Da war man sehr alter Bauch, oder? Kasse auch hier. Freischwingende Hände, 1A Bikini-Figur für nächsten Sommer, keiner guckt mehr blöd. Ich finde das toll. Moment, das müssen wir mal angucken. Boah, Alter, das ist ja unglaublich. Ja, da guckst du komisch, ne? Das ist alles eine Lösung für meinen Bauch. Na super. Ich bin ein bisschen dünner geworden, um Bauch rum, aber nur. So. Hallo. Erstmal Stimmöl. Stimmöl, warte, jetzt komm. Moment. Erster. Hallo Brockheide. Ja, hallo Welt. Da sind wir wieder. Ich muss das vorneweg sagen, von ihm zur Deko gezwungen. Ja, Quatsch, der lügt nämlich, er kam so an schon. Das ist nämlich schon so die Vorschau aufs nächste Jahr. Nachdem Matze ja so unheimlich abgenommen hat, kann er das nächste Jahr gleich wieder rauffuttern. Genau, jetzt ist nämlich der erste Hinweis auf das Eisbaden am 1. Januar im Waldbad Brockheide. 13.30 Uhr gehen die Türen auf, 14 Uhr wird es laut, 14.30 Uhr geht es ins Wasser. Und nicht vergessen, das beste Kostüm, die besten Kostüme Erwachsenen und auch bei Kindern werden prämiert, da gibt es ein paar kleine Preise und wir werden uns vielleicht noch ein kleines anderes Goodie ausdenken. Wir gucken mal, ob wir das umsetzen können. Also es wird nicht langweilig werden, die Veranstaltung Eisbahn wird immer schöner. Matze geht ins Wasser. Nein. Doch. Nicht mit und nicht ohne Mütze. Genau, und das Jahr 2019 naht auch, wo gucke ich eigentlich hin? Ich muss da unten reingehen. Ich gucke mal mich oben an, das ist ja alles komisch hier. Hans Grade Sommer heißt das große Programm dieses Jahr, nächstes Jahr, wir sind ja noch Silvester. Hans Grade Sommer, 140. Geburtstag, Hans Grade, 110 Jahre, Jahrestag, Landspreis der Lüfte. Vor 110 Jahren zog Hans Grade nach Brockheide und 30. Jahrestag der Landung unseres Flugzeugs IL-18 auf dem alten Brockheider Flugplatz. Da sagst du nichts mehr, wa? Siehst du? Sagt er nichts mehr. Es ist für mich sehr ungewohnt, Lutz sprachlos zu sein. Ja, ich habe ein Schweigegelübde abgelegt. Ich werde nächstes Jahr nichts sagen. Du musst alles machen. Wir haben es ja jetzt aufgenommen. Also, Lutz redet nicht mehr. Schön, dann muss ich ja einspringen. Ja, jetzt geht es hier ein bisschen drunter und drüber. Ach, dann kommen wir noch nächstes Jahr, kommen noch ein paar Sachen. Maibaumaufstellung am 30.04. Das alljährliche Programm mit der Unterstützung der Feuerwehr. Und es wird wieder die Feuershow geben. Es wird nochmal die Neuauflage der Feuershow vom Weihnachtsmarkt geben. Wer sie da nicht sehen konnte, kann sie jetzt zum Maibaum sehen am 30.04. Parallel dazu wird im Gemeindehaus eine Ausstellung von Brockheider Künstler und Künstlerinnen stattfinden. Nutze, du sagst zu wenig heute. Was ist denn los mit dir? Ja, was haben wir noch so? Was hat man wollen wir über 2018 noch reden? Ja, das Jahr ist vorbei, ist Schicht, da kannst du nichts mehr dran löten. Das Wetter war toll gewesen. Ist ganz schön alt geworden das Jahr. Schnee gab es nicht. Nee. Doch, ja. Heiligabend hat es geschneit. Im Juli gibt es übrigens ich habe hier, warte mal, kurz Sekunde. Du musst nachher erst trinken. Ja, im Juli, siehst du, jetzt geht's auch wieder. Im Juli findet die Neuauflage, die zweite Auflage, von Baum und Borke hinten auf dem Flugplatzgelände bei der IL-18 statt. Diesmal 2 Tage. Da ist auch schon genug Werbung bei Facebook und auf der Seite baum-borke-openair.de kannst du ja nochmal einblenden nachher. Da reden willst du ja nicht mehr, dann mach wenigstens am Rechner was. So. September, Lesung von Herrn Seifert, Biograf Hans Grade, Vorführung einer Modellsportgruppe wird es noch geben. Und jetzt weiß ich gar nicht, was das hier heißt. Kostümierung von Mitgliedern der Hans-Grade-Gesellschaft. Ach so, mit Kostümen der Mitglieder der Hans-Grade-Gesellschaft. Ah ja, okay. 15.09. Da findet noch ein besonderer Abend auf dem Flugplatzgelände statt, habe ich ja gerade gelesen. 26.10. Feuer und Flamme wieder, Tag der offenen Tür quasi. 30 Jahre IL-18 in Brockheide.
und ab 13 Uhr Saisonabschluss im Museum, Öffnung des Museums 13 bis 20 Uhr. Einladung dabei an Zeitzeugen, die bei der Landung übrigens vor 30 Jahren der IL-18 hier in Borkheide dabei waren. 89, da war ich gerade 18 und noch in Thüringen zugange. Kaffee, Kuchen, Grill, also es wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das war jetzt mal ein ganz schneller Überblick. Nebenbei gibt es auch im Waldbad noch das Kurzschlusskonzert. Es wird einen Disco-Abend geben im Juli. Hast du vergessen da? Hast du was vergessen da 2019? Komm doch gleich dazu. Warte, ich muss das selber lesen. Und dann gibt es auch noch Na? Den Mailauf, 1. Mai, Waldbadlauf. Nicht vergessen. Ja, nicht nur das. Da kann man noch was? Da kann, Moment! Kaffee und Kuchen habe ich mal gesagt. Leibliche Wohl wird gesorgt. Nein! Ich guck doch mal, was hier unten steht. Kaffee und Kuchengrill. Nein. Im Dezember gibt es wieder den beliebten Weihnachtsmarkt im Waldbad Borkheide. Endlich sagt er mal was, auch wenn es nicht da steht. Weihnachtsmarkt nächstes Jahr wieder. Natürlich. Oh, kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer, oder? Nee. Wo war ich denn jetzt eben? Hast du mich wieder durcheinander gebracht? Okay. Nee, nicht okay. Doch. Was war das Thema vorher? Kannst du mal zurückspulen? 30 Jahre Landung oder so? Nee, auch nicht. Ach, ist jetzt auch egal. Komm. Was wollten wir noch sagen? Wir hoffen, ihr habt, sind wir schon fertig mit der Sendung? Ja, machen wir so lange. Wir wollen noch trinken. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Jahr 2018 gehabt und hoffe auch, wir hoffen natürlich auch, dass der Start in 2019 glückt. Passt mit den Feuerwerkskörpern auf eure Hände auf und sonstige Körperteile. Also macht keinen Schaden, weder an euch noch an anderen. Rutscht gut ins neue Jahr. Hätte ich jetzt auch gesagt. Hättest du auch gesagt. Wir sehen uns jedenfalls 2019 alle wieder. Habe ich schon erwähnt, dass ich zur Deko gezwungen wurde? Das stimmt ja gar nicht. Mhm. Er kam schon so. Ja, ich weiß. Das ist mein Spruch. Okay. Wir wünschen euch einen guten Rutsch in 2019. Und bis nächsten Montag, wie immer, hier bei borkheidenews.de, der Matze. Und der? Und der Lutze. Ach, so. Apropos. Bauen wir jetzt das Raclette hier auf deinem Schreibtisch auf? Es gibt gar kein Wetter. Mit uns feiert ja gar keiner heute. Doch, wir trinken. Prost! Warte. Das Wetter ja am silvestrigen Abend, seht ihr ja selber. Es wird grau und nieselig und auch der 1. Januar soll nicht besser werden. Ach klar, der wird richtig gut. Da ist nämlich Eisbahn angesagt. Okay. Es gibt Glühwein und schon ist der Tag schön. Und für die Kinder wird es auch heißen Tee und sowas geben. Und alkoholfreie Getränke sind auch da. Und das ein oder andere zum Eisbaden zu essen wird es garantiert auch geben. Kekse. Okay. Fertig? Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss, bis nächstes Jahr. Heute gibt's nichts mehr. Also die Raketenbox.